ich sehe schon. Kann ich auch mal sehen? Ich möchte gern helfen, denn ich will sicher sein, dass es heute die beste große Shake It Tux-Show aller Zeiten wird. Kleines, du gefällst mir. Du bist nach meinem Geschmack. Gehen wir ein Stück. Also ich denke an etwas Flug-Action und ein paar wilde Stunts. Und zum Schluss gibt es natürlich ein gewaltiges Feuerwerk. Entschuldige die Verspätung. Wo ist das neue Kind? Es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir bereit zu helfen. Oh, glaubst du, der neue Junge mag meine Kekse? Das ist dein Team. Zusammen stellen wir eine tolle Show auf die Beine. Überlass das mir, Bechis. Zeig mir, was ihr drauf habt. Kekse? Sie ist die beste Keksbäckerin. Was noch? Ich kann bauen und malen. Besser als jeder andere. Spezialeffekte! Oh, ich liebe dich. Ich rücke alles ins rechte Licht. Also dann, Bärchis, arbeiten wir zusammen und stellen die Show auf die Beine. Ja! Also beim ersten großen Schenkeltag ging es um ein Bärchi, das sich um andere gekümmert hat. Ich verstehe. Und dann haben die Bärchis sich um andere gekümmert. Und die Bärchis sich wiederum um andere. Und so weiter und so weiter, ist doch klar. Und das große Schenkelbärchi war von der Hilfsbereitschaft so gerührt, dass es diesen Glücksbärchis aus vollem Herzen ein Geschenk gemacht hat. Ja, ja, ich verstehe schon. Es ist mir piepegal. Nicht so schnell, Beastie. Ich finde, das war ein toller Streich. Ich bin einfach der Beste. Bloß, dass du uns den Feiertag nicht verdorben hast. Hm? Wie kommst du denn darauf? Hast du noch nicht mitbekommen, dass Schmusebärchen Schluck auf hat? Siehst du? Ja, das sehe ich, Beastly. Aber der große Schenketag findet trotzdem statt. Was? Eine Kümmerüberladung? Was ist denn da los? Beim großen Schenketag geht es darum, dass man sich kümmert. Den ganzen Tag lang haben wir dir gezeigt, wie sehr wir uns um Onkel Schmusebärchen sorgen. Ja, genau. Mhm. Oh. Na und trotzdem ist es jetzt Essig mit den Geschenken. Und ohne Geschenke gibt es doch keinen Schenketag. Nein, Weasley. Es spielt keine Rolle, ob man Geschenke kriegt. Denn darum geht es an diesem Tag gar nicht. Es geht um Zuneigung. Oh, wie recht du hast. Solange wir uns alle umeinander kümmern, ist unser Feiertag auch nicht verdorben. Ah, große Schenkelbärchi! Ich hab gehört, du bist das netteste, freundlichste und großzügigste Bärchi aller Zeiten. Tch, da hast du was falsch verstanden, Plunderherz. Den Beasties gibt denn nix. Da hast du recht, Beastly. Sag ich doch. Er kümmert sich nicht um mich. Oh nein, das ist nicht wahr, Beastly. Ich kümmere mich nämlich sehr um dich. Aber warum kriege ich dann keine Geschenke? Geschenke bekommen nur die, die sich um andere kümmern. Ja, aber ich kümmere mich doch. Wenn es etwas gibt, worum ich mich im Wolkenland kümmere, dann darum, dass ich Geschenke kriege. An dem Tag, an dem du dich um andere kümmerst und nicht nur um dich selbst, verspreche ich dir, bekommst du ein Geschenk. Oh, ich hoffe, dem großen Schenkelbärchen hat unsere Show gefallen. Und wie sie mir gefallen hat, Wunderherz. Wirklich? Ja, danke euch allen für diese wundervolle Show. Schön zu sehen, wie sich alle umeinander kümmern. Da ist er. Er ist aufgetaucht. Danke, große Schenkelbärchen, du bist der Beste. Was denn? Das ist doch toll. Einen fröhlichen Schenketag, Glücksbärchis. Das war die schönste Show aller Zeiten. Ja, das stimmt. Und es lag nicht an mir. Ich glaube, ich hab's, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen übertrieben. Tut mir leid, dass ich so überheblich war. Ich allein hab's nicht hinbekommen. Aber wir alle zusammen waren richtig gut. Gut? Wir waren großartig. Naja, du warst großartig. Ich kann dich verstehen, Eddie. Meine große Leidenschaft fürs Theater lässt mich auch manchmal ein bisschen herrschsüchtig sein. Was heißt hier manchmal? Ein bisschen herrschsüchtig? Ruhig, ihr zwei. Tja, Eddie, es wird Zeit, dass wir dich wieder nach Hause schicken. Aber wir wollen sicher sein, dass es auch wirklich klappt.
Und wir dachten, es gibt noch eine Sache, die wir als Team machen können. Ach ja? Und was ist das? Junge, der war sehr bemerkenswert. Er konnte fliegen. Cool. Und als ein Asteroid auf das Wolkenland zuflog, rettete er alle Glücksbärchis mit seinen Superkräften. Nimm das, du böser Asteroid. Und dann sprang er auf seinen Regenbogen und segelte davon. Macht's gut, Glücksbärchis, und einen fröhlichen Schenketag. Ihr habt euch wunderbar um den Jungen gekümmert, Glücksbärchis. Große Schenkebärchi, schön, dass du zurückgekommen bist. Kann ich dir bitte auch ein Geschenk machen? Oh ja, sehr gern sogar. Große Schenketag-Bärchi-Umarmung. Oh, also das ist das schönste Geschenk von allen. Einen fröhlichen Schenketag uns ein! Und brauchst du einen Schal, einen Hut, Handschuhe, irgendwas in der Art? Für den Fall, dass dir kalt wird? Kalt? Na hör mal, ich bin ein Bärchi-Kleines. Ich weiß, ich wollte mich nur um dich kümmern. Das ist nett von dir, aber ich habe alles. Du hast die Geschenke, aber hast du auch die Liste von allen Bärchis, die eins bekommen? Ja, die habe ich auch. Hier. Oh, und keine Sorge, kleines Bärchi. Du stehst immer ganz weit oben auf meiner großen Liste. Hurra! Und jetzt geh ins Bett, denn heute ist eine besondere Nacht. Onkel Schmusebärchi, einen fröhlichen Schenketag! Oh nein, Beastly. Ich kenne niemanden, der so sehr bemüht ist, zu zeigen, wie wenig er sich um andere kümmert. Aber ich weiß, dass es dir gar nicht so egal ist, wie du immer tust. In diesem Jahr kriegst selbst du ein Geschenk von mir. Einen fröhlichen Schenketag, Beastly. Ah.